Hallo und herzlich willkommen zum Landefeld Online-Magazin. Heute sprechen wir über Schneidringverschraubungen und die Besonderheiten in der Montage, insbesondere bei Edelstahlverschraubungen. Eine Schneidringverschraubung besteht aus einem Stutzen, einem Schneidring, der auch immer entsprechend mit der Konusseite in den Dichtkonus der Verschraubung eingesetzt werden muss, und einer Überwurfmutter. Dazu kommt als Gegenstück noch das entsprechende Rohr. Ich darf in Schneidringverschraubungen ausschließlich nahtlos gezogenes Rohr in der Toleranzklasse D4 T3 verwenden, was Sie bei uns im Onlineshop beziehen können, nicht nur in 6 Meter Fertigungslängen, sondern bei uns auch als Zuschnitt oder vorhandene Anschnitte. Habe ich das Rohr nun bekommen und einen entsprechenden Anschnitt gemacht, sollte dieser rechtwinklig sein. Das Rohr darf beim Sägen nicht zerdrückt werden, muss entgratet und frei von Riefen sein. Eine Besonderheit bei den Edelstahlverschraubungen ist das sogenannte Fressen. Beim Aufziehen des Schneidrings wirken auf die Gewindeflanken hohe Kräfte, die bei Edelstahlflächen dazu führen können, dass sich diese miteinander kalt verschweißen. Diesem wirke ich bei der Montage mit unserer sogenannten Paste ES, einem Anti-Size-Produkt oder auch Keramikpaste genannt, entgegen. Wir montieren jetzt unseren Schneidring mal im Vormontagestutzen vor, was auch immer die empfohlene Montageart ist. Man kann auch direkt in der Verschraubung montieren, aber ab einer gewissen Größe ist das einfach von der Kraft nicht mehr machbar und an schwer zugänglichen Stellen auch schwierig. Deshalb empfehlen wir auf jeden Fall die Vormontage im Vormontagestutzen, die ich jetzt einmal zeigen möchte. Der Vormontagestutzen muss ebenfalls entsprechend geschmiert werden. Wir schmieren an 3 Stellen. Wir schmieren das Gewinde des Gegenstücks oder der Verschraubung. Wir schmieren die Innenseite der Überwurfmutter. Und wir schmieren die Kante des Schneidrings. Habe ich dies alles entsprechend vorbereitet, wird das Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung eingesteckt. Nun ziehe ich die Verschraubung einmalig handfest an, markiere mir die Stellung der Mutter, denn zur endgültigen Vormontage des Schneidrings muss diese jetzt noch um eine Umdrehung aufgezogen werden. Nun ist der Schneidring entsprechend vormontiert. Wir entnehmen die Verschraubung und überprüfen den Sitz des Schneidrings. Dieser darf sich auf dem Rohr noch drehen, aber nicht mehr längs verschieben lassen. Kommen wir nun zur Endmontage. Beispielsweise an Ihrem Verteiler, Ventil oder Zylinder wird der Verschraubungsstutzen eingesetzt. Und an den besprochenen Stellen, dem Außengewinde und an dem entsprechenden Gegenstück geschmiert. Und dann nach dem gleichen Verfahren entmontiert. Wiederum markiere ich mir meine Stellung der Mutter. Und nun kommt noch eine halbe Umdrehung zur Endmontage dazu. Somit wäre die Schneidringverschraubung nun endgültig montiert. Haben Sie den entsprechenden Vormontagestutzen mal nicht zur Hand, ist auch eine Endmontage direkt in der Verschraubung möglich. Diese Version werde ich jetzt auch noch mal kurz demonstrieren. Wir haben dasselbe Verfahren. Wir haben den Schneidringsverschraubungsstutzen. Die Gewindefläche wieder entsprechend mit dem Anti-Size-Produkt vorbereiten. Wir verwenden wieder die Anti-Size-Paste auf dem Rohr in der Überwurfmutter. Stecken das Ganze bis zum Anschlag ein, drehen es handfest an. Nun kommt der entscheidende Unterschied zur Vormontage. Bei der Endmontage in der Verschraubung habe ich nicht eine Umdrehung im Vormontagestutzen und eine halbe Umdrehung in der Verschraubung, sondern muss direkt in der Verschraubung mit 1/1 bis 1,5 Umdrehungen den Schneidring entsprechend montieren. Ich markiere mir dazu wieder die Stellung der Verschraubung und muss nun natürlich den erheblich größeren Kraftaufwand bringen und entsprechend mindestens die 1,4 Umdrehungen in der Verschraubung zustande bringen. Man merkt an dieser Stelle, dass die Vormontage doch entsprechende Vorteile bringt.
Wenn man jetzt noch an einen etwas größeren Verschraubungsdurchmesser denkt, ist der Kraftaufwand natürlich noch erheblich höher. Eine Besonderheit gibt es noch bei der Montage eines Rohrbogen oder Winkels. Da Sie zur Montage in der Schneidringverschraubung entsprechend Platz benötigen, empfiehlt sich die Faustformel, mindestens eine doppelte Überwurfmutterlänge des Rohrstutzens am Ende gerade zu lassen. Was viele nicht wissen, auch Kunststoffrohre lassen sich mit Schneidringverschraubungen einbinden. Beispielsweise PTFE, Teflon oder Polyamidschläuche lassen sich in Schneidringverschraubungen verarbeiten. Da tritt allerdings die Besonderheit auf, dass Sie zwingend das Kunststoffrohr mit einer Verstärkungshülse versehen müssen, da Sie sonst mit dem Schneidring das Rohr entsprechend zusammendrücken und keine stabile Verbindung schaffen würden. Soweit zum Einbinden von Schneidringverschraubungen heute. Im nächsten Video gehen wir nochmal detailliert auf unseren NC-Edelstahl-Klemmring ein, der Ihnen viele Vorteile bildet. Wir wünschen an der Stelle viel Erfolg bei den anstehenden Verrohrungen und sehen Sie hoffentlich bald wieder unter www.landefeld.de oder in unserem Online-Magazin. Alle Montageanleitungen finden Sie auch nochmal bei den entsprechenden Produkten in unserem Shop. Auf Wiedersehen, bis dann!